Ja, moin miteinander. Willkommen auf der schlechtesten grünen Planstraße, die wir in Niedersachsen haben. Wir fahren jetzt gerade nach Kleinamerika. Ja, genau, diese Ortschaft haben wir hier. Können wir gleich mal gucken. Und wir sind auf dem Weg zum Stammtisch. Das Wetter ist, ja, nicht der Knaller. Und ich glaube, es ist echt laut hier drin. Ne? Deswegen sehen wir uns gleich, wenn es ein bisschen leiser wird. Der Stammtisch ist irgendwie leider nicht so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe. Dachte mir einfach, komm, machst du einen schönen Tüdelmittwoch. Am Sonntag gedreht, heute ist der Sonntag. Unimog Stammtisch nach langer Zeit das erste Mal. Und Stammtisch hört sich immer so nach Rentnern an. Ne? Also wirklich so Stammtisch, ja, da sitzen dann irgendwelche Leute zusammen und saufen. Nein, der Wietzendorfer Stammtisch hier in Redding-Reining ist ja auch teilweise in den Zeitschriften hinterlegt als Stammtisch. Es ist eine Interessengemeinschaft von den Unimogs oder Unimog-Fahrern und Schraubern und ja, ist eigentlich ganz wertig, macht Spaß. Aber leider war das Wetter heute nicht so, wie erhofft. Also die Unimogs, die da waren, waren jetzt auch nicht die meisten. Wir können mal kurz den Unimog ausmachen, das ist echt laut im Hintergrund. Moment. So. Und ja. Wie man sieht, das Wetter gibt natürlich sein Bestes. Viele haben ihre Fahrzeuge einfach zu Hause gelassen und war also einfach nur ein gemütliches Beisammensein. Bisschen schnacken, bisschen fachsimpeln, bisschen Kuchen essen, Kaffee trinken, nochmal dick was reinmuffeln, eben gerade an Futter. Ein altes Gasthaus mit ja, massiver deutschen Küche. Ja. Ausfahrt haben wir heute nicht gemacht. Normalerweise machen wir noch so eine schöne Ausfahrt von anderthalb, zwei Stunden. Aber der Fahrzeugpool, der war einfach zu klein heute. Und das Wetter zu schlecht, es ist auch echt kalt. Und ja, jetzt werde ich die Bude erstmal nach Hause fahren. Und mal sehen, vielleicht nochmal einen Gartenschlauch nehmen, das Ding nochmal ein bisschen abspritzen, ein bisschen sauber machen. Ja, und wenn man sowas restauriert, ja, den ganzen Dreck hier aus den Ecken, sowas hier, ne? Du kriegst es nie wieder raus. Das ist so. Mittlerweile ist es einem auch, naja, egal würde ich nicht sagen, aber es ist halt ein Gebrauchsgegenstand und man nutzt ihn, man fährt damit. Und wenn er mal dreckig wird, es ist halt nicht nur zum Streicheln da, ne? Ja, schade. Ich dachte ich mir so, machst ein schönes Video über einen Stammtisch. Hm. Ja. Ich werde mal nach Hause fahren. Ich habe nicht mal einen Magnetfuß mit, um euch irgendwo vor Halterung zu bringen. Ich denke, wir werden uns gleich nochmal in der Werkstatt sehen, wenn der Kanye auf dem Hof steht. Und dann halten wir noch ein bisschen Smalltalk. Zurück in gewohnter Umgebung in der Werkstatt. Leider nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe heute. Das sollte eigentlich so das Tüdelmittwoch werden. Dafür ist der Unimog dreckig wie Sau. Hier der Dreck, der steht in den Felgen. Überall steht der Dreck vom Wetter. Ja, ist so. Kann man alles reinigen. Und ja, ansonsten ist hier nichts passiert. Ich kann euch jetzt noch zwei, drei Minuten irgendwas erzählen. ja, mehr passiert nicht. Wie gesagt, ist so ein bisschen ins Wasser gefallen heute. Kann ich verstehen. Viele Leute bei mit weiten Anfahrwegen und ja, die Kästen kriegt man irgendwann nicht mehr sauer. Ja, beim Deutz ist noch nichts passiert. Ich habe jetzt mal zwei Filzdichtungen bestellt. Diese Filzdichtung für die Kurbelwelle. Mir ist neulich unten so viel Flüssigkeit ausgelaufen, dass ich dachte, boah, Alter, wo kommt dieses ganze Öl her? Also der ganze Ölbindemittellappen war voll mit Flüssigkeit, mit Öl, da war getränkt. Ich glaube, ich habe das ja in einem Video gezeigt, wenn man hier oben reinguckt, das sieht man ganz schlecht. Unten in dem Sumpf ist es glänzend, dann hat man hier unten hat man so einen Ablauf. So, und hier tröppelt das runter. Das kommt vorne aus der Motorblockwanne, das heißt irgendwo von hier vorne. Das muss Diesel sein. Also es ist Diesel, irgendwo kommt hier ganz viel Diesel her. Da muss ich mal gucken, wenn das Ding läuft. Ja, hier ist alles
dieselnass. Seht ihr das, wie das glänzt? Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ne, hier ist es trocken. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das erstmal sauber machen, die Tage. Und dann, wenn er läuft, muss ich gucken, wo dieses, ja, wo es herkommt. Irgendwo pisst er mächtig raus. Und der lief jetzt ja noch nicht ganz so lange, wie eine Viertelstunde. Also das Tuch war durchtränkt und die Tücher saugen wirklich auf. Da kann man echt so eine Tasse voll raufkippen, bis die voll sind. Ist nicht ganz wenig, was da rauskommt. Ich hoffe, dass das nur Diesel ist. Ich hoffe, es ist nur eine blöde Leitung, die irgendwie nicht ganz verschraubt ist. Oder irgendwo, selbst der Tank hier oben, das ist alles trocken jetzt. Die Schläuche sind trocken. Es muss irgendwo aus diesem Bereich kommen. Da muss irgendwo irgendwas rauskommen. Kurbelwelle, die Filzringe, wenn die Trecker lange stehen, irgendwann sind die Dinger undicht. Ja, das ist klar. Filz gibt natürlich nicht so nach wie ein Radialwellendichtring, also so ein Wedi. Und der Andi hat schon gesagt, René, mach sie am besten gleich mit. Ja, mach sie mit, du hast die Karre zerlegt, trenn ihn, mach diese Dichtung mit. Nein, habe ich nicht gemacht. Ja, ganz toll. Sollte es kein Diesel sein, sondern Öl, kommt das hier vorne von der Kurbelwelle. Hier vorne ist ja die Vorderachse, ein bisschen Vorderachsbock ist hier angeflanscht und dann müsste alles wieder raus. Das heißt, Blech ab, Motorhaube ab, gut, das sind zwei Blechteile, das ist nichts. Schlauch wieder auf, das muss alles ein bisschen gelöst werden. Dann nimmt man entweder die Vorderachse raus oder schraubt den hier los, hebt den Trecker an und zieht den ganzen Bock nach vorne. Dann kommt man hier vorne an die Riemenscheibe ran, die da unten drin sitzt, die Riemenscheibe. 60er Nuss kann man dann abschrauben und kann dann die Kurbelwelle neu dichten. Ja, ich hoffe, es ist Diesel. Es ist Diesel. Ich habe meine kleinen Fingerchen da gerade mal reingesteckt. Es riecht nach Diesel, es ist sehr flüssig, es kann nur Diesel sein. Wo es herkommt, ich weiß es nicht. Also hier oben am Motor, es ist alles trocken. Da werde ich die Tage mal nachgucken. Ja, wie gesagt, heute war eigentlich was anderes auf dem Plan. Hat nicht ganz geklappt. Und manchmal frage ich mich wirklich, wie machen andere das? Wenn man sich so mal durch diesen YouTube-Pool klickt, es gibt ja nur noch mehrere Leute, die das machen, was ich hier tue. Wie schaffen die das alle? Haben die keinen Job? Oder haben die geregelte Arbeitszeiten? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Was auf alle Fälle Fakt ist, wir holen Mittwoch den Anhänger ab. Und da werde ich auch die Kamera mitnehmen, das werde ich auch filmen und ich werde auch den ersten Bericht abgeben, wie sich das Ding fährt mit 10 Zoll Bereifung. Ich werde auch erzählen, warum ich einen Anhänger kaufe mit 10 Zoll Bereifung. Und ich muss die Woche den großen Anhänger noch fertig machen. Ich habe hier noch ein bisschen Keile besorgt, zwei neue Keile. Ja, so ein Ding kostet einen 10er, ist immer ganz gut, wenn die da dran sind, immer ganz schicki. Und dann Standardsachen, ja, ein paar Kugeln, ein bisschen Muttern, ein bisschen Schrauben. Ja, schon mal hier Anhängerknauf, kann man auch mal haben. Genau. Sowas tüdelt man hier nebenher noch rum. Neben der Arbeit. Manchmal ist das alles nicht so ganz, geplant. Wie gesagt, Drehbuch gibt es bei mir so nicht. Und wenn dann ein Tag mal ins Wasser fällt, dann ist das blöd, weil das Video ausfällt, was man sich eigentlich innerlich schon irgendwie ein bisschen zusammengebaut hat. Tja, ist so, ne? Manchmal ist das so. Sauber machen werde ich ihn heute nicht mehr. Lass ihn trocknen und dann werde ich ihn irgendwann mal abkärchern. Ja, Leute, ich habe euch nichts zu erzählen heute. Wirklich nicht. Alles andere wird jetzt nur unnötig Zeit fressen. Von daher ein sehr tüdeliger Mittwoch. Ja, Leute, wir sehen uns am Samstag. Tut mir leid, manchmal ist das so. Bunter.